Leute, herzlich willkommen zu einer schönen Runde Basketball Legends. Ein 5 gegen 5 Roblox Minigame, in dem wir Basketball spielen. Ich bin jetzt einfach in die Runde gejoint. Wir sind jetzt Team Rot. Ach, guck mal, hier ist noch gar kein Team Blau. Oh, guck mal, wie cool. Ach doch, hier ist die Blauen, laufen hier auch rum. Guck mal, wie gut das funktioniert. Basketball geht natürlich immer. Kann man hier irgendwie faulen? Wie schnappe ich mir denn jetzt den Ball? Na komm her, du Pferdekopf. Oh, das war nicht schlecht. Wie steht's momentan? Erstplatzierte sind die Blauen, aber Punkteanzahl steht da jetzt nicht. Nur, dass sie halt Erster sind. So, der Ball, bitte. Oh, guck mal, da steht sogar mein Name hinten auf dem Trikot. Aber der hat gerade ganz schön alleine gespielt. Das finde ich mal so ein bisschen egoistisch, weil es ist ja irgendwo ein Teamspiel, aber irgendwie will jeder da alleine spielen. Verstehe ich immer nicht irgendwie. What the fuck? Ah ja! Warum hab ich den jetzt den Ball? Wir passen einfach mal. Kommt, Jungs. Ach, ihr seid doch Deppen. Nein, der hat jetzt volle die große Chance, hier dementsprechend einen Korb zu machen. Oh, sehr cool. Wir haben's. Ist das egal? Welcher Korb? Weil die Gegner haben ja auch eben gerade hingespielt. Das gab keinen Punkt für uns, ne? Weil wir haben immer... Nee, hä? Doch, 5 haben wir. Ach, da steht's. Und die haben jetzt 9. Ach, du Scheiße. Okay. Wo hat er denn jetzt hingepasst? Hier vorne. Pass, mein Freund. Ich weiß zwar nicht, wie ich den Korb jetzt reinmache, aber egal. Ach, hier ist rot. Genau, und das war auch rot. Hat er getroffen? Nee, ne? Nee. Ah! Ach, wir waren das. Sehr geil. Okay. Nicht schlecht. Okay, die Blauen kriegen einen Einwurf. Damals auf der Nintendo 64 gab es auch so ein Basketballspiel, das habe ich echt gerne gespielt. Auch in meiner, ja, im Real Life habe ich das mal in der Schule gerne gespielt. Also jetzt nicht mit Tricks oder so, sondern eher so 21, wenn das irgendwer von euch kennt. Also im Grunde genommen stehen bleiben und dann immer da, wo der Ball kommt, von da aus schmeißen. Und jeder Korb bringt irgendwie 2 Punkte. Und wer zuerst 21 hat, der hat dann irgendwie... Ne, jeder bringt 1 Punkt. Und wenn du irgendwie von der Mitte aus wirfst, kriegst du 2 Punkte. Und derjenige, der als allererstes 21 Körbe hat, der hat gewonnen. Das hat eigentlich mal ultra Bock gemacht. Muss ich sagen. Oh, guck mal, den habe ich irgendwie den Ball abgeknüpft hier. An der Stelle. Oh, oh, ja. Guck mal, der war nicht schlecht, ja. Der war gut. Okay. Macht schon Bock, aber irgendwie die Leute spielen, ja, irgendwie den Umständen entsprechend nicht wirklich vernünftig, ne. Also mit Passen und so weiter ist irgendwie nicht so, aber was willst du tun, ne? Was willst du machen? Was willst du machen?
Ich bin wieder dran. Ich passe mal. Komm, mach rein. Mach rein, Junge. Vielleicht passt er ja auch jetzt. Na, hm. Oh, mach du rein, los. Mach. Ja, sauber. Okay, cool. Jetzt steht es 12-12. Nicht schlecht. Jetzt steht zumindest gleich einmal Gleichstand hier. Oh. Okay, das blaue Team lässt nach, Leute. Na, ja, gib her. Ach, das war im Aus, okay. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ach, nein. Ach, was mache ich denn da? Das war zu weit. Was? Oh Gott, wie peinlich. Das war ja jetzt mega beschissen gewesen. Ich hab ihn wieder. Ich hab ihn. Ist egal, ich passe. Ist egal. Ja, nimm. Ich weiß nicht, warum ich hier nicht ballern kann. Ach, Junge, mach doch bitte. Bisschen konzentrieren hier beim Spiel. Ach, da hinten müssen wir. Ich komme irgendwie mit den... Ach so. Ich verstehe, da oben ist so ein Haus. Ja, also, sorry, habe ich nicht gesehen. Logischerweise ist das natürlich zu weit. Kann ich schon verstehen. Die Zeit tickt. Die Zeit läuft ab. Aber wir sind in Führung. Und das ist sehr, sehr schön. Ich mache jetzt einen rein. Warte mal, hier. Hier. Komm. Mach. 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 Rein. Geil. Okay. Nochmal schön hier zum Finale hin. Bevor die Zeit um war. Nochmal 2 Punkte gemacht. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ach, 2. Runde. Okay. Ja, gut. Ich passe immer sehr, sehr gerne. Ob wir jetzt hier eine 2. Runde machen müssen, weiß ich jetzt nicht. Aber wir können dann irgendwann mal ein bisschen weiterspielen. Das war zu weit, glaube ich. Oh, das war viel zu weit. Also man muss schon den Abstand so ein bisschen einschätzen können. Ansonsten wird das hier nichts. Das war auch zu weit, ne? Nein, es hat geklappt. Sehr, sehr geil. Okay, ja, wenn man Bock hat auf so eine Runde Basketball, kann das sehr gerne spielen. Tatsächlich, es funktioniert zumindest. Man muss natürlich Glück haben mit seinem Team, dass die hier einigermaßen fair und gut spielen. Oh Gott, Alter, was war denn das für ein Korb? Aber wir haben doch gut aufgeholt, muss ich sagen. Na? Das ist doch ganz fein gewesen. Aber auch so der Background mit den ganzen Zuschauern. Ach nee, bitte nicht. Komm. Komm. Ach nee. Oh, jetzt wollen sie es aber wissen, ey. Jetzt wollen sie es wissen, scheiße. Ah, jetzt kommt der Laune auf jeden Fall auf. Jetzt spielen sie mal vernünftig hier. Sauber. Das Basketball funktioniert halt wie Basketball. Mehr brauche ich, denke ich mal, nicht zu sagen. Könnt ihr gerne mal auschecken. Ist auch sehr gut besucht. Spielerisch auf jeden Fall. Ja, also, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage mal bis zum nächsten Mal.